Ich mache seit Ende der 90er Jahre Musikvideos. Es ist ja auch nicht nötig, dass man eine Software komplett kennt, sondern für seine eigenen Zwecke nutzt. Und ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Funktionen von Final Cut ein, sondern ich gehe auf die Methode ein, wie ich mit Final Cut arbeite. Das, was ich jetzt hier zeigen möchte, ist, wie kann man mit Final Cut Musikvideos schneiden. Ich arbeite zum Beispiel auch nicht mit einer Maus, sondern ich arbeite mit dem Trackpad. Ich zeige euch, wie ich mit einem MacBook eben halt einen kompletten Musikclip schneide. Ja, ich will auch gar nicht groß drum rumreden, steigen wir doch gleich ein. Also hier zum Beispiel ist mein Hauptordner Warriors Feuerschwanz. Wenn ich dort dann unter Ablage eine neue Mediathek öffne und mache den Kameralud hier auf Panasonic V-Log. Jetzt sind die alle wieder in dem richtigen Grading. Ich habe einen Multicam-Clip gemacht. Ich weiß, dass ich den Clip am Anfang mit einer Landschaftsaufnahme starte, höchstwahrscheinlich mit der Burg. So, da könnte man im Prinzip jetzt schon anfangen, das Schlagzeug mal zu zeigen. Einfach ein bisschen verschieben, dass man beim Schlag, zack, das Schlagzeug sieht. Hier ist kein Nebel, da ist Nebel. Das ist ungünstig, wenn man das hintereinander schneidet. Das will ich nicht machen. Zack, das sieht auch mega aus. Es ist auch schön, wenn die Sängerin tatsächlich in jedem Take dieselbe Handbewegung macht. Sich die Maske so hinschieben, wie man es mag. Also entweder ganz extrem. Da sieht man hier von 100% gehe ich hier auf 2000. Das kann ich ja mal zeigen, wie ich das gemacht habe, dass sie so runterguckt. Also wenn ich den gesamten laufen lassen würde, dann sähe das so aus. Schupp. Jetzt auf keinen Fall in dieselbe Szene gehen. Also sowas geht nicht, das kann man nicht machen. Und setze das Bild dann an die Stelle, wo es am besten passt. Zack. Jetzt kriegt das richtig Schwung. Zack. Ich kann sogar hier noch. Ich weiß, dass ich in der Drohne zum Beispiel auch ein paar geile Shots habe. Hier ist beschleunigt und dann geht es wieder in die Zeitlupe über. Mag ich ganz gern. Das sind so Effekte, die ich mag. Und durch diese ganzen Schnitte entsteht diese Fülle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das ganze Thema jetzt mal ein bisschen aus der Perspektive des Cutters zu sehen. Aber das Anpassen an sich, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Bleibt dran. Ciao.